Ticket. Damen und Herren, ich hoffe, man hört, was ich zu sagen habe. Herzlich willkommen zum sechsten Livestream, glaube ich, was Konzerte angeht, aus dem Blue Note in Dresden. Wir haben heute Gäste aus Leipzig hier. Ich wäre gern auch schärfer hier, aber komme mit meinem Arm nicht daran, wo die Kamera bedient. Wir haben Gäste aus Leipzig heute hier, und zwar Herrn Werner Neumann und Herrn Romert Lucaccio, und Damen und Herren, die uns den Abend mit einem gerütteltem Maß Musik und schönen Geschichten versüßen werden. Ich bin selbst sehr gespannt und freue mich, jetzt hinüberblenden zu können auf die Bühne. Herzlich willkommen, Werner und Robert. Wo muss ich reingucken? Links von dir. Oh Gott. Jetzt hier so zum Beispiel. Jetzt da, ja. Zum Beispiel. Hallo. Könnte dich verwirren und. Thank you.
Yeah. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wo ich nicht jetzt spreche. Ich spreche mal zu euch, weil irgendwie ist das irgendwie persönlicher. Wie? Du machst das intuitiv richtig. Ich mache das intuitiv richtig. Intuitiv richtig. Ah, okay. Hey, guys. Hier sitzen 1, 2, 3, 4, 5, 6 junge und jung gebliebene männliche. Männchen, stimmt. Männchen. Genau, und das ist eine komische Situation, weil eigentlich spielen wir in diese Richtung. Da stehen die Kameras und da ist auch das Licht und so. Das Blue Note ist ja eher so von links nach rechts. Und da sitzen eben die Gäste und es dürfen auch nur 6 sein, weil die müssen ja so Sicherheitsabstand einhalten und so. Ist ja alles ganz in Zeiten von Corona und so weiter. Aber wir freuen uns trotzdem, dass wir hier sind. Das ist quasi unser. Es ist auf eine Art eine Premiere. Der Robert und ich spielen schon so viele Jahre zusammen. Ich würde sagen, schon ein Drittel deines Lebens spielen wir zusammen. Oh, ja. Ja. Ich nehme auch mal so ein Ding. Genau, der Robert hat auch so ein Ding. Das ist ein Drittel des Lebens von Robert L. aus P. Aus PL. Aus PL. Ja. Genau, und aber es ist unser erster Duo-Gig quasi. Also wenn es ein Drittel meines Lebens ist, wie viel Teile? Da reden wir jetzt nicht drüber. Ja. Das interessiert keine Sau. Ja, sagst du. Ne? Ja,
Ich wollte es verraten. Nee. Wikipedia, aber es kann ja jeder, es sitzt ja jeder. Mirko, wir können ja sagen, ab einer gewissen Spendenhöhe, so sagen wir mal so ab 1000 Euro, würde ich es dann verraten. 1000 Euro, Damen und Herren, dann wäre das jetzt, also wir schauen mal, wenn heute Gebot. Abend 1000 Euro reinkommen an Spenden, dann, dann verraten wir, wie alt Werner Neumann genau. ist. Nach welchem Krieg ich geworden bin. Okay, oder vor welchem. Du sprichst so gut Schwedisch wahrscheinlich. Okay, wir fangen richtig gut an. Wir fangen richtig gut mit an. Mit hohem Niveau. Genau. Nee, genau, also das ist eigentlich unsere Premiere, aber wir spielen eigentlich schon ganz lang zusammen. Und das freut mich besonders, weil wir auch über so viele Jahre auch zwischendurch mal die eine oder andere künstlerische Pause eingelegt haben, aber trotzdem spielen zu können. Ich freue mich total, mit dir spielen zu können. Das ist einfach großartig, mein lieber Robert. Wir sind reingegangen mit dem Stück PSPM. Das ist eine Hommage an den großartigen Pat Metheny. Und wir spielen, glaube ich, jetzt das Titelstück unserer CD, die wir mit den Babyboomers aufgenommen haben. Ah, stimmt, du hast vergessen. Oder? Ja, denn ich lege mal so Hilfen hin. Genau. Der Robert kann Noten lesen. That's the difference, you know. XX. Thank you.
Vielen Dank. Danke. Sag mal, Mirko, könnte ich vielleicht ein Glas Wasser haben? Niemand hier kann dir das Wasser reichen, mein Lieber. Oh. Das war eingeübt. Es begrüßt dich am Karlauer. Hübs Asmus. Vielen Dank. Vielleicht um den daheimgebliebenen nicht den zurückgebliebenen, den daheimgebliebenen, die Atmos ein bisschen zu erklären. Es ist hier unfassbar heiß, die Klimaanlage ist aus, die Jungs hier schwitzen total, sitzen aber in ganz knappen T-Shirts hier und das Lauteste, was man hier an Nebengeräuschen hört, sind tatsächlich die Mauersegler. Das finde ich krass. Ja. Mitten in the city. Das ist eigentlich schön, dass das so, ne? Also Mauersegler sind das ist jetzt nicht Bungee-Jumping hier vom Hochhaus, sondern das sind diese Vögel, die dann, wenn man die nicht mehr hört, vielleicht, das ist für mich das Ende des Sommers. Man kommt aus dem Urlaub zurück und man hört dieses hohe Fiepen nicht mehr. Dann ist der Sommer vorbei. Dann sind die Mauersegler nämlich nach Afrika zurückgeflogen. Das ist ganz traurig. Ich höre noch so eine Pfeife, aber das ist kein Mauersegler. Ja, ein anderes Tier, was auch hohe Geräusche macht. Wir spielen doch jetzt das, oder? Wir spielen doch Meerschwein. Ah, ich dachte, du machst so die richtig gute, so eine richtig zurechtgelegte Ansage. Dafür habe ich dich ja, Robert. Okay. Sidekicks. Das Meerschwein, genau. Ist auch ein Stück von unserer
CDXX, das wir zusammen mit dem Babyboomer, mit der Babyboomer-Band aufgenommen haben, mit Philipp Scholz und Florian Kästner, die jetzt zu Hause sitzen und sich ganz schön ärgern, dass sie nicht dabei sein dürfen. Was? Die sind auch viel zu laut. Die sind viel zu laut und, genau, und auch schlecht gelaunt manchmal. Genau, Meerschwein, jetzt. Thank you.
Dankeschön. Okay, wir haben Dankeschön. Wir haben ja eigentlich vereinbart, dass wir so ein bisschen was erzählen. Und der Robert, der hat jetzt gerade eine große Reise gemacht. Die war ganz spannend. Die ging nämlich bis nach Griechenland und fast nicht wieder zurück, weil Corona und so. Aber da erzähl mal, wieso Griechenland und was hast du da gemacht und wie bist du wieder zurückgekommen? Also Griechenland, wieso? Der erste Grund war erstmal Winter nicht in Deutschland. Und ich habe jetzt schon die letzten 12 Winter dann in Leipzig verbracht. Da dachte ich, kann ich auch mal woanders hin. Und dann ist, ich bin mit meiner Freundin darunter und sie hat ein Praktikum gemacht oder wollte eigentlich eins machen. Das war ein bisschen nicht so leicht mit den Behörden in Griechenland und mit dem städtischen Orchester da in der Stadt, in der wir gewesen sind. Aber nichtsdestotrotz wollten wir sowieso nach Griechenland, weil wir gern
bisschen Geflüchtetenarbeit und Geflüchtetenhilfe machen wollten. Und haben dann dort in einer Organisation gekocht, dreimal in der Woche, vor allem auch dann in der Corona-Zeit, weil das Team ziemlich geschrumpft ist. Ja, und haben da für obdachlose Geflüchtete täglich so 200 bis 400 Menschen bekocht und so Klamotten ausgegeben. Dann ist dort auch noch eine juristische Hilfe mit angebunden, auch medizinischer Support und so. Genau. Also das war jetzt nicht in so einem Lager, sondern das war tatsächlich für Leute, die schon das Festland erreicht haben. Genau, also Thessaloniki, die Stadt, in der wir gewesen sind, ist so der erste sichere Hafen, nachdem man die türkische Grenze passiert, oder vermeintlich der erste sichere Hafen, nachdem man die türkische Grenze passiert hat. Und von dort werden Geflüchtete nicht sofort wieder zurückgeschickt, also zurückgefahren, sondern sie können dann eigentlich erstmal dort einen Antrag auf Asyl stellen. Viele wollen das aber nicht, weil erstens sind die griechischen Behörden sehr überlastet und es gibt eigentlich auch gar keine Plätze in Camps oder so. Deswegen wollen viele weiter. Die meisten, tatsächlich, die ich kennengelernt habe, mit denen ich mich unterhalten habe, wollten dann nach Albanien weiter, weil sie dort irgendwie schon Freunde hatten oder eben nach Serbien. Genau, und je nachdem, wo man auch herkommt, also die Französischsprachigen wollten größtenteils nach Frankreich, um dort ein paar Jahre gut zu arbeiten und sich dann, also die schicken auch eigentlich alle ihr Geld, was sie irgendwo verdienen oder so haben, zurück an ihre Familien und versuchen irgendwie, die auch mit durchzufüttern und dann so ein paar Jahre irgendwie in Europa zu arbeiten und dann wieder zurückzugehen. Ja. Ist die Stadt denn voll mit Flüchtlingen oder also merkt man das oder ist das, tauchen die gar nicht auf oder? Ich glaube, es hat sich sehr gewandelt. Wir sind da hingefahren und waren noch nie vorher in Thessaloniki und haben uns dann gesagt, ja, wir wollen jetzt hier mal leben für 4 Monate. Eigentlich 4 Monate, dann durch Corona wurde es ein halbes Jahr. Und uns wurde erzählt, dass es sich wohl in den letzten 2 Jahren arg gewandelt hat, weil ich glaube, noch unter der Regierung Tsipras hat man versucht, das alles so ein bisschen aus den Städten herauszunehmen und die Camps in die kleineren Städte drumherum zu bauen. Was dazu führt, dass man in der Stadt jetzt weniger sieht, wohl weniger Menschen, die auf der Flucht sind, als zuvor. Was aber ehrlich gesagt eigentlich eher so ein bisschen zu einem größeren Fremdenhass führt, weil die Menschen in den Dörfern einfach total davon überfordert sind, dass da jetzt halt irgendwie 500 bis 1500 Menschen auf einmal, zu denen sie ja auch überhaupt gar keine Verbindung haben, leider, weil es für Integration ist, da, ich glaube, dafür ist der Andrang zu groß, als ob es da irgendeine Lösung gibt, ist jetzt nett ausgedrückt. Und das führt eher dazu, dass es sich eher noch ein bisschen, dass die Ressentiments einfach noch viel größer werden. Ja, das ist sehr schade. Im Stadtbild ist es tatsächlich auch ein Ding, dass in den Städten wie Athen oder Thessaloniki in Anfang April werden ganz viele Geflüchtete unter irgendwelcher fadenscheiniger Argumente eingesackt, einkassiert und bis nach der Touristenzeit dingfest gemacht und dann wieder freigelassen. Schönes Thema gerade. Okay. So, aber wichtig, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wichtig. Ja. Wichtige Arbeit von Robert und genau. Ja. Yeah. Applaus. Ja, wer diese Organisation unterstützen möchte, genau. Ich werde Mirko nachher mal noch einen Link zukommen lassen, dann kann er das vielleicht auch dazu mit posten. Die freuen sich natürlich immer über Spenden, weil gerade jetzt in der Corona-Zeit ist das normale System, nämlich wirklich täglich kochen, leider zusammengebrochen, weil der Ort, in dem wir gekocht haben, in dem können wir jetzt nicht mehr rein. Das heißt, jetzt müssen jedes Mal Sandwiches geschmiert werden und das ist einfach sowohl vom finanziellen als auch vom organisatorischen Aufwand viel, viel höher. Ja. Genau, also da sind Spenden natürlich immer willkommen und Wer irgendwie da mal helfen will oder sich vorstellen könnte, da hinzufahren, der kann mir auch gerne schreiben per Facebook, Instagram. Wer meine Mailadresse hat, kann mir das auch. Ja. Genau, ich gebe da gerne Kontakte weiter. Okay, vielen Dank, Robert. Dann spielen wir noch ein Stück etwas weiter südlich angesiedelt als Deutschland. Fast, naja, nicht ganz. Fipili. Thank you.
Vielen Dank. Vielen Dank. Ups. Oh, Robert hat eine Frage. Was kommt als nächstes? Also, ich glaube, vielen Musikern ging es ja in der Corona-Zeit so, dass sie nichts groß machen konnten zu Hause, unterwegs und deswegen zu Hause geblieben sind. Und ich wollte fragen, welches weirde Corona-Hobby du entwickelt hast, ob du eins entwickelt hast. Hast du jetzt angefangen, selber Sauerteig einzulegen oder gar nicht? Nee, also wir haben schon eine Menge gemacht, aber also Hobbys, nee. Ich habe tatsächlich... Hobbys, nee. Nee. Wir haben tatsächlich... Ich dachte, du hättest so alte erste FC Köln-Spiele geguckt, als die noch gut gespielt haben, aus den 80ern. Ja. Gibt es das überhaupt online? So, Jungs. Seid ihr fertig? Nee, das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen. Allerdings ist das so traurig, dass ich es vielleicht dann doch nicht gemacht habe. Ich habe mir tatsächlich vor kurzem nochmal das 7:1 angeguckt, das berühmte 7:1. Ja. Da ich eine Menge brasilianischer Freunde habe, freut mich das umso mehr. Hast du es dann so in so einer Watch-Party auf Facebook mit allen anderen geguckt? Oder? Nein, ich habe es ganz alleine. Nein, ich habe tatsächlich, ich habe verputzen gelernt. Was sagst du jetzt? Ja, habe ich gesehen. Ja, also einen ganzen Topf voller Spaghetti verputzen. Genau. Genau. Wir haben tatsächlich hier aus Dresden einen wunderbaren Helfer, der eigentlich heute hier sein sollte, der Marius. Marius, wenn du das guckst, wo bist du? Genau, und der hat uns eigentlich immer geholfen, aber der konnte nicht in dem Zeitpunkt, Corona, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir dann gedacht, da machen wir es eben selber. Und was hast du denn verputzt? Wir haben uns anleiten lassen von ihm und genau, und dann haben wir unser Zimmer, also unser Wohnzimmer, Wohnschlafzimmer. Wir wohnen in einer etwas kleineren, wir sind viele und wohnen in einer nicht so großen, sagen wir so, nicht so großen Wohnung und die fangen wir jetzt an, weil wir da so schnell reinziehen mussten, konnten wir das nicht renovieren. Dann haben wir jetzt nach und nach haben wir die jetzt verschönert, genau. Und wir hassen Raufaser. Wir finden, also Raufaser ist die Geißel der Menschheit. Raufaser ist ganz furchtbar. Erfurter Raufaser. Wo immer die herkommt, ist einfach scheiße. Jedenfalls haben wir die jetzt dann die Räume verputzt und jetzt sehen die ganz schön aus. Und das haben wir quasi gelernt. Die erste Wand sieht scheiße aus und die zweite war schon viel besser. Und die dritte geht wie von selbst. Geil, also wenn jemand eine Wand zu verputzen hat... Frag bitte nicht mich, okay. Weil es ist eine scheiß Arbeit. Genau. Mirko, hast du eine Frage? Ich habe doch alles schon gefragt. Du hast schon... Ja, vor dem Stream schon. Ja, klar. Wir kennen sie schon seit 50, 60 Jahren. Ungefähr, genau. Gut. Habt ihr eine Frage? Kommt, Jungs, irgendeine Frage? Nein, ich auch nicht. Doch, ich wollte den Robert ganz viele Sachen fragen eigentlich. Zum Beispiel, wo kriegt man solche Socken her? Mirko, vielleicht kannst du da mal drauf... Ich habe die schon gesehen, ich habe die mit großer Freude schon zur Kenntnis genommen. Ich weiß es ehrlich gesagt. Weil das zumindest teilweise die Farben von Dynamo Dresden sind? Nein, das ist Senfgelb. Das ist ganz bestimmt nicht... Alter, ich habe natürlich auch in Thessaloniki, ich glaube, Dynamo-Fans sind echt ein bisschen draußen. Da war irgend so ein wunderschönes Naturdenkmal, so an so einem, wir waren an so einem Wasserfall. Und das ist so ein schöner, glatter Stein, direkt neben diesem Wasserfall. Bestimmt vielleicht so ein 4 Meter hoher Wasserfall. Ungefähr fast 4 Meter hoch stand SGD, Dynamo Dresden. Ich dachte, was ist denn los? Ehrlich? Also, ja, natürlich. Irgendwo auf dem Olymp. Warum hast du das gemacht, Robert? Ich wollte Flo Kästner ärgern. Nee, genau. Also tatsächlich war ich auf dem Olymp und ich habe eine Lawine gesehen, die 3-4 Tage davor da runtergebrochen Dynamo-Fans. Ist. Grundsätzlich genau. Muss ich mal sagen, jeder, der auf dieser Bühne schon mal gestanden hat, war auf dem Olymp. Ich finde, da kann man nichts mehr draufsetzen. Nee, oder? Ich glaube auch nicht. Ah, okay. Dann spielen wir jetzt noch einen Song. Dann spielen wir jetzt die Lawine. die Lawine. Wir spielen 8 Songs, glaube ich, und einer davon ist eine Fremdkomposition. Es sind alles Eigenkompositionen von mir, aber außer einer, und das ist die nächste, die nennt sich Jedenfalls haben wir das so ins Handy eingetragen. Ja. Stimmt das? Ich gucke nochmal. Fipli, Whisper Not. Whisper Not. Whisper Not ist ein Standard, ein Original von Benny Golson. Ein fantastischer
Saxonist, aber ein noch viel großartiger Schreiber, der ganz tolle Sachen geschrieben hat, wie zum Beispiel Whisper Not oder Along Came Betty oder Stalemates oder I Remember Clifford oder. Ganz tolle Songs. Genau, und Whisper Not ist so ein ganz, der hat immer so fantastische, so einen Dreh in so einen Song reingebracht. Ist immer ganz großartig. Genau, Whisper Not. Thank you.
Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah. Hab geübt, oder? Ja. Robert hat geübt. Robert hat viel Zeit zum Üben gehabt. Kannst du jetzt auch Altgriechisch spielen? Ich habe es echt mit der griechischen Sprache versucht. Ich kann jetzt was bestellen. Malaka. das braucht man auch gar nicht übersetzen. Tzatziki. Uso. Ja, das kann ich auch. Ja. Was heißt Uso auf Griechisch? Uso. Ja, was weiß ich? Ja. Es gibt auch so Kneipen, die heißen Useri tatsächlich. Also, Useri. Ja, genau. Great. Aber Raki ist was anderes als Raki. Ganz großer Unterschied. Da wissen Sie mehr als ich. True. Und aber was ich sehr empfehlen kann, was man vielleicht gar nicht so kennt, Raki ist natürlich auch lecker, aber Rakomelo, so trinkt man dort im Winter. Das ist quasi Raki mit Honig und heiß gemacht. Hauptsache es knallt. Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Torkler. Du kennst das aus Köln. Ich kenne nur Kölsch. Okay. Jetzt bin ich ganz aus dem Konzept. Genau, das war Whisper Not von Benny Goldson. Ja, der Robert hatte viel Zeit zum Üben, wie man hört. Wir haben gerade drüber gesprochen. Du brauchst es gar nicht dich zu entschuldigen. Robert ist wirklich einer, der könnte jetzt so ein Jahr wegfahren und den Bass nicht angucken und käme zurück und könnte immer noch besser spielen. Das ist eine totale Lüge. Das ist eine absolute zwei Jahre. Lüge. Nein, ich habe tatsächlich sehr viel geübt, aber ich habe auch Hilfe. Ich habe nämlich mir mein Instrument neu einstellen lassen. Aber Bass spielen ist auch nicht so schwer. Ja, eben. Eben. Das stimmt. Ne? Frag das mal meine Schüler. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Lass mal lieber spielen. Wir spielen noch ein Stück. Wir spielen noch ein Stück, wieder ein Original. Und das Stück nennt sich, ich habe keine Ahnung warum, aber es nennt sich Tweets. Ich habe mal gelesen, es soll so ein Stoff sein, aber so Tweets, ich weiß es nicht. Also Tweets ist jedenfalls ein älteres Stück von mir und das geht so. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Dankeschön. Wir sind jetzt auch schon kurz vor Ende. Ihr habt so lange durchgehalten. Obwohl, es ist jetzt ein Viertelstunde, das ist jetzt nicht zu lange, oder? Fühlt ihr euch gut? Seid ihr auch okay? Habt ihr alle genug zu trinken? Nee. Wenn es Jazz wäre und anstrengend, aber so ist ja okay. schöner Abend mit Popmusik. Popmusik. Mal lass doch den Kom, doch Kom in Dom in Köln. Das Koma in Köln. Okay, wir spielen jetzt gleich unser letztes Stück. Vorerst wollen wir uns natürlich herzlich bedanken bei Mirko und Johannes fürs Kümmern und fürs Aufbauen und für Streaming und für Getränke, die dann gleich auch kommen werden, keine Sorge. Nee. Also, herzlichen Applaus für Mirko und Johannes. Yeah. Robert Lucaccio on the bass. Yeah. Sie waren in Only. Und Werner Neumann an der Gitarre. Dankeschön. Vielen Dank. Genau, wir spielen tatsächlich übermorgen schon wieder übermorgen. Genau. Also nicht Samstag, also nicht morgen, nicht übermorgen, nicht Sonntag, sondern Montag. Montag, das heißt dann Monday Box, ne? Nicht Kochbox, sondern Monday Box. Mit Philipp Scholz, genau. Mit Philipp Scholz und auch mit Doppel X, so wie das Album von. Dreimal X. Leider. Mit dreimal X. Das sind drei Xe. Hi. Dumm, ja. Hi. Schade, dann vergessen. Was soll das für ein Chromosom sein? Oder, na, wir wollen es uns nicht vorstellen. Aber ich meine, es wären drei Xe, aber egal. Florian Kessler ist auch dabei und vier fantastische Bläser. Patrick Schanz hat ein bisschen an meinen Songs rumarrangiert. Mal sehen, wie das geworden ist. Wem also am Montag um 8:30, glaube ich, langweilig wird, der möge da reinschauen. Monday Box nennt sich das, mit 3x. Und wie auch immer, wenn man jetzt Livestream guckt in Zeiten von Corona, ist es auch wichtig zu spenden. Richtig, gibt Geld. Genau, also gebt Geld, gebt dem Blue Note Geld. Also denkt dran, wenn ihr schon nicht das Bier da trinken könnt und die 2 Euro in den Hut für die Musiker werfen könnt, könnt ihr ja einfach spenden. Das Bier kann man trinken, aber nur 6 Leute. Ach nee, davor können ja auch noch mehr. Vorne, wir haben ja unseren kleinen Kiosk nach draußen auf einem Hahnenfuß, dreht sich um sich selbst und verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses halten Dinge bereit zum Verkauf. Das ist gut. Aber freundlich reinschauen. Nur legale Sachen. Also selbstverständlich. Robert, brauchst du keine, also die Sachen müssen wir woanders kaufen, die du haben willst. Ich wohne in Leipzig, da kann ich das woanders kaufen. Das ist okay. Gut, ihr Lieben, Robert Lucaccio, Werner Neumann, das war's für heute Abend. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, bei euch an den Endgeräten. Ich musste das sagen, einmal. Da draußen an den Empfängern. Am Volksempfänger. Genau, wir verabschieden uns mit unserem Klassiker. Who the fuck? Radiohead und so. Thank you.
Thank you.